Yo, Leute, willkommen zu einem neuen saftigen, soßigen Video. Du weißt, was auf dich zukommt, und zwar entweder große Soße oder kleine Soße. Digga, ist halt wirklich einfach beides Kacke. So. Einfach beides Kacke, weil die Kleine ist auch schon nicht wenig eigentlich. Ja, und von der Kleinen musst du halt alles drauf machen. Bedeutet, wir bekommen Essen serviert und dann sieht man Zettel wie immer. Entweder hast du viel Glück dann oder wenig Glück. Darf ich direkt einfach mal? Du kannst direkt, aber eigentlich sollte zuerst das Essen kommen, damit wir uns auf das Essen freuen können. Ich vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Falls wir Dinge nicht aufessen, wovon ich ausgehe, spenden wir den Betrag, den man für das Essen ausgegeben hat, was nicht gegessen wird. Und die Bestrafung gibt es natürlich auch noch, ne? Also, wir haben es hier. Boah, eine Pizza. Jeder ein Stück Pizza. Alle lieben Dima! Alle lieben Dima! Alle lieben Dima! Können wir das nächste Mal bei mir drehen? Ja. Danke für diesen tollen Auftritt, Felipe. Toll war's auf jeden Fall. Also, jetzt kannst du. Ich hab schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was hast du? Ja, klein! Ich hab groß. Geil! Also, es ist Barbecue-Soße, ne? Es geht eigentlich gar nicht. Also. Gesundheit. Also eigentlich finde ich Barbecue-Soße komplett ekelhaft und nicht passend zu Pizza auf jeden Fall. Doch, Digga, Texas-Pizza so mit Barbecue-Soße und die Backmais und so. Bruder! Alles! Alles. Oh Gott, warte mal, Chris. Genau so! Bruder! Nein, das darf nicht verschwendet werden. Das muss hier schön verteilt werden. Bruder, oh mein Jakob. Gott, ich werde sterben nach diesem Guten Video. Guten Appetit, Dima, ne? Voll geil eigentlich. Mhm. Toll. Ich würde sagen, wenn du es nicht schaffst, es aufzuessen, musst du die Flasche einfach leer trinken. Genau. Ist fair, oder? Macht Sinn. Ja, macht Sinn. Ja, Bruder, ich schaff's safe nicht. Bei mir ist alles top. War okay. Okay, wer es nicht schafft, in dem Fall ich, das Ganze komplett komm mal, aufzuessen. Komm mal kurz. Du kannst es auch mit deiner Zunge wegmachen. Mhm. Dann pack mal den Topf über den Kopf und man schlägt halt, ne, mit dieser Chili. Du hast es alles nur noch schlimmer gemacht. Jetzt hatte ich so überall Soße. Daumen hoch, oder? Wenn es schön aussieht. So. Oh mein Gott. Nicht auf den Kopf drauflegen, meine Frisur. Oh! Oh, ich dachte, das ist viel weniger. Schon doll, ne? Okay. Hammer Bestrafung. Ui, Instant-Nudeln. Ich mag Instant-Nudeln so schon nicht, ne? Das ist aber diese gute Marke. Diese rot-schwarze. Ich mag die gar nicht. Bitte, Universum, gib mir einmal klein. Ich hab doch sonst schon alles groß. Wahrscheinlich. Ich will jetzt einmal klein. Ja! Was ist das? Oh, oh. Einmal Currysoße. Currysoße passt voll gut zu Instant-Nudeln, würde ich sagen. Ja, ich glaube, Curry ist tatsächlich etwas, was dieses Gericht aufwerten könnte. Oder? So. Oh mein Gott. Ich stell mir das lecker vor. Wenn man das so ist okay, oder? Nee, da geht, du warst du. Das darf keine trockene Ecke geben. Guten Appetit, würde ich sagen. Also es sieht echt appetitlich aus, wenn man das noch so durchrührt. Man könnte denken, das gehört einfach so. Nö. Mmh. Schmeckt gut, oder? Ein bisschen süß. Oh, ich mag das voll. Voll geil. Das ist übrigens eine geile Art, Ramen zu machen, Freunde. Probiert es gerne aus mit Currysoße. Habe ich noch nie probiert. Schmeckt sogar gut. Da ist Fleisch drin, ne? Oh mein. Ist das Fleisch? Das ist doch Fake, oder? Das ist Fleisch. Gib mir mal den Topf her, komm. Da, Bruder, niemals! Du hast dir nicht mal Mühe gegeben. Du hast nicht mal versucht, das ist doch nicht. Nein, natürlich versuche ich es nicht. Wenn ich weiß, ich schaffe das nicht, Bruder, dann höre ich doch einfach auf. So, Smiley. Nee, du hast auch nicht aufgegessen. Okay, jeder muss. Jeder muss. Bruder, übertreib nicht. Oha, das piepst ja auch nochmal. Ich glaube, Dolby Atmos nennt man das, oder? Geil, ne? Ist richtig gut. Was? Du hast gesagt, ne? Oh, das nächste Essen ist ja schon da. Oh mein Gott, wie lecker das aussieht. Boah, eine leckere. Oh, die riecht aber nicht so lecker. Die ist auch nicht selbst gemacht. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Die schmeckt nach dem Topf, oder? Nach verbrannt irgendwie. Ich glaube, der Topf hat Fusion gemacht. Ja. Hä, bei McDonald's gibt's Senf? Mhm. Komm, ich mach für dich. Weil du hast gerade eben auch für mich gemacht. Wieso? Das Ding ist, ich bin halt mit Senf aufgewachsen. Für mich ist das jetzt keine Bestrafung. Boah, ich habe alles mit Senf gegessen. Du weißt, wie krank ich Senf hasse. Da Digga, das ist Senfsoße, ne? Ja. Das ist nicht nur Senf einfach. Ich glaube, du hast auf jeden Fall Glück. Aber so eine Senfsuppe ist auch eine neue Experience, muss ich sagen. Ne? Kotze, ne? Ja, das ist ja auch gewollt eigentlich, ne? Okay, ich bin bereit für diese tolle Experience. Ist irgendwas? Nee, alles gut. Hau mal rein. Wäre ich erst aufgepasst, nicht geschafft, okay? Bin ich dabei. Oh mein Gott. Eine Ewigkeit später. Kennst du das, manchmal wird so ekelhaftes Essen von Löffel zu Löffel besser? Nein. Und manchmal wird es einfach nur schlimmer. Mhm. Und das ist hier der Fall. Jetzt merke ich, was du meinst. Okay, ich gebe auf. Das sieht jetzt schon eklig aus.
Tortellini in Tomatensauce. Ravioli, glaube ich. Ich ziehe die jetzt mal als Erster, aber ich glaube, du hast markiert. Ja. Chili Amanah. Chili einfach. Warum? Wir pimpen das Gericht ein bisschen auf, weil italienisches Essen ist meistens sehr ungewürzt. Das hat er gesagt. Sehr ungewürzt, wollte ich sagen. Fingerbruch einfach. Oh! Nein, mein Hemd! Schönes Hemd war es bis jetzt. Schau dir das an. Das sieht so schön aus. Das macht es nur besser, finde ich. Das ist jetzt keine Bestrafung oder so. Oh! Soll ich dir helfen? Guten Appetit. Ja, ne? Guten Appetit. Bei mir sieht es tatsächlich ein bisschen schöner aus als bei dir. Boah, ist das eklig. Das ist das Schlimmste bisher. Wer mehr geschafft hat, hat gewonnen, ne? Bruder, hau mir gerne auf den Kopf, Alter. Guck mal, ich nehme dieses fette Stück, Alter. Bist du gekommen gerade? Das heißt, du hast verloren, oder? Ja. Ich brauche eine neue Technik. Na, mach zweimal. Bam, bam, bam. Dreimal. Das waren drei. Machen wir weiter. Ah, das nächste Essen ist kein Essen, sondern ein Tee. Boah, ist das heiß noch, Alter. Und zwar schwarzer Tee, riecht man direkt, ne? Nee, das ist kein Schwarz. Doch, hä, was soll das sonst sein? Earl Grey, oder wie das heißt? Earl Grey. Ja, doch, ich hatte einfach noch Cola in der Nase. Spricht er jetzt von Koks? Klein. Gut, dass es sich abwechselt, ist toll. Was haben wir da? Was ist das? Süß-sauer. Als würde man den Tee süßen. Das ist quasi Zuckerersatz. Komm, dann darf ich bei dir rein. Oh, sieht ein bisschen aus wie Honig, oder? Ja, ist doch gut jetzt, oder? Jetzt übertreibst du aber. Ey, man muss doch voll machen, Digga. Bist jetzt hier wieder voll. Da geht doch einiges. Jetzt schon umrühren. Umrühren. Das sieht ja wirklich anders aus. Anders. Also, eigentlich wie Marmelade, oder? Das, was du immer zugeschickt bekommst. Nur, dass das Geschmackserlebnis wahrscheinlich nicht das gleiche ist. Ja, ist auch egal, oder? Also es bekommt eine schöne Farbe. Ey, ich tue einfach so, als wäre es Honig. Ich tue so, als ob das Apfelsaft wäre. Turn up! Einfach Apfelsaft. Lecky. Nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Komm, ex mal jetzt. Ist zu heiß. Kann ich nicht machen. Dieser leichte Geschmack von Süß-Sauersoße gefällt mir. Willst du ein bisschen mehr Geschmack probieren? Nee, das schmeckt echt nicht schlecht. Das schmeckt wie mit Honig. Nee. Wer mehr schafft, oder was? Bruder, ich habe schon halb leer. Die Leute glauben bestimmt nicht. Das geht nicht. Das geht einfach. Oh, bravo. Komm, ein Schluck geht noch, aber mehr geht nicht. Ich bin stolz auf mich. War lecker. War gut. Komm, jetzt machen wir mal das seitlich. Mein ganzer Körper war gerade. Das war ja kacke. Nochmal. Bitte. Oh nein. Oh Digga, oh, diese Fertig-Sandwiches, ne? Leute, wer kennt diese Fertig-Sandwiches, die es also bei der Tankstelle und beim Supermarkt zu kaufen gibt? Also das ist wirklich die letzte Option, wenn gar nichts mehr geht. Ja, Mann, ne? Das ist so, wenn nichts anderes möglich ist gerade. Oder dieses Suff-Essen, oder? Nee, da gibt's aus, Döner, oder? Digga. Welche Soße haben wir denn eigentlich? Ah, toll, Mayonnaise. Vegane Mayonnaise? Geil. Immer wenn ich selber ziehe, habe ich mehr Glück. Das Schicksal ist fair zu uns, damit einer nicht so doll leiden muss, weißt du? Oder das ist sogar Aioli. Mayo steht da. Mayo vegan Aioli. In die Mitte damit. Oh mein Gott, da ist schon irgendwas weiß. Ey, was stinkt gerade so? Das Sandwich wahrscheinlich. Digga, nein. Nein. Stimmt. Guck mal. Ja, was hast du angefasst? Das esse ich nicht, Digga. Bruder, was ist das für ein Geruch? Das ist, glaube ich, Aioli-Geruch. Nee, Bruder, auf gar keinen Fall. Das riecht wirklich nach Tod. Okay, also meins ist schon echt appetitlich, glaube ich. Wir haben jetzt auch eine andere Mayonnaise. Die Mayo ersetzt. Digga, ich habe mir die Hände gewaschen und dann riecht's immer noch. Oh, du machst Kunst, das sieht ja süß aus. Halt doch alles draußen. Lecker. Wie soll ich denn da reinbeißen? Davon nehme ich keinen Bissen mehr. Hä, wieso? Das sieht doch so lecker aus. Könnte auch einfach von einem Block Butter abbeißen. Wäre genauso geil. Bei dir ist okay, Digga. So ein Sandwich mit Mayonnaise. Sieht lecker aus. Das jetzt noch ein Toaster? Das macht das Sandwich auch besser, weil es ist sonst sehr trocken. Also ich hätte dieses Sandwich echt ganz gerne gegessen, wenn da nicht 5 Kilo Mayonnaise drauf. Ich pack's dir ein für später. Danke dir. Willst du zuerst oder soll ich? Komm, ich mach zuerst. Darf ich selber hauen? Okay. Entspannt. Bruder, man gewöhnt sich dran. Nichts höre ich lieber als das. Okay, jetzt kommen die leckeren Sachen und zwar vom Burger King. Burger. Letztens, als wir so ein Video gedreht haben, wo dieser Whopper schon dabei war, haben die Leute geschrieben, der ist voll der Blender, der sagt, der ist Vegetarier und dann ist der Whopper. Falls ihr das nicht wusstet, Leute, bei Burger King gibt es schon lange vegetarische und vegane Burgers. Und der gehört dazu auf jeden Fall. Darf ich einmal so reinbeißen? Ja, sollte man so probieren, oder? Was wird denn überhaupt die Soße sein? Das ist die Frage. Wow. Okay. Der ist schon gut. Jetzt wird es aber noch besser. Bitte klein. Kann nur besser werden. Bitte, 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 lieber Gott. Universum, du weißt. Wieso? Amanah Ketchup! Oh nein.
Sogar 50%, Bruder, leid. Meine Oma hat immer Ketchup gesagt. Ketchup? Ketchup. Ist ja auch noch kein Ketchup drauf, zum Glück. Ja, aber wenigstens ist es etwas, was dazu passt, oder? Ja. Sieht man das? Da geht doch. Geht einiges noch. Ja, aber komm, es ist jetzt ja, ist wirklich so, jetzt so ist okay. Zu viel. Das Gute ist ja, ich hasse Ketchup. Echt? Hammer. Ich kann mit Ketchup nichts anfangen, ne? Dieses Zuckerige da drin. Boah. Schmeckt gut. Das hat mir schlimmer vorgestellt. Das ist immer noch genug Brot da, um das Ganze auszugleichen. So lecker. Ich denke schon, dass du das aufessen wirst, oder? Klar. Easy peasy. Aber nicht heute. Für später, ne? Stehst ja ans Bett für heute Nacht, wenn du aufwachst. Oh, Kinder, 3 Uhr morgens. Bruder, Burger King Salat? Ist das dein Ernst? Ja, das ist gesund, oder? Ich glaube, der Salat ist gar nicht mal so schlecht bei Burger King. Guck, wir haben hier Gurke, wir haben Mais, wir haben Salatblatt. Das ist wirklich nice. Bruder, es sieht aus wie der letzte Randsalat. War da eine Soße dabei? Ja, Balsamico. So eine Balsamico-Suppe ist schon echt eklig, glaube ich. Suppe? Das wird eine Suppe, glaube ich. Universum, komm, dieses eine letzte Mal. Klein, ja. Ja! Und das ist auch nicht mal klein. Ist das klein? Ja. Würdest du sagen, das ist klein? Das hier ist ja vor allem nicht mal ein Dressing. Das ist ja wirklich einfach nur Essig. Weil die ist ja ein fertiges Dressing. Ja, aber ich mag Balsamico gar nicht, weil das ist so essiglastig. Bruder, bei mir ist nur Essig. Wunderschön, oder? So muss es sein. Ich finde es nice, wie gönnerisch die Gurke hinzugefügt wurde. Das sind wirklich 2,5 Scheiben. Gönnerhaft. Gib ihm. Nein, David! Schieß. Warte, da geht noch was. Ui! Einfach Erdöl. So reicht, oder? Ja, würde ich auch sagen. Auf euch. Bruder, aber so soll Salat doch aussehen, oder? Damit der Salat auch nicht mehr gesund ist. Damit man einfach keinen Salat mehr sieht. Das ist auch wirklich, glaube ich, einfach ungesund. Leute, ab welcher Menge Balsamico wird es ungesund? Schreibt es in die Kommentare. 3. Das ist auch noch so süßer Balsamico. Nee, Bruder. Kannst du nicht, ne? Eine Tomate geht noch. Bruder, ist okay. Du hast gewonnen. Komm. Ich hab gewonnen. Finale. Hammer. Toll war's. Danke fürs Mitmachen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Keinen Dank an die Person, die es vorgeschlagen hat. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, wie wir uns durchgequält haben, zeigt es mit deinem Daumen nach oben und schaut bei Smiley vorbei. Da haben wir gerade ein anderes Video gemacht. Entweder ist es jetzt online oder war schon vor ein paar Tagen online. Und checkt die Videos aus, die hier eingeblendet sind. Schaut bei Falco vorbei, bei Instagram am besten oder bei TikTok, da ist er aktiver. Vergesst nicht zu abonnieren, kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Richtig. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön, gesund und gut drauf.